Mehr Pressefreiheit haben am Donnerstag die Vertreter der Zeitungsbranche bei der Eröffnung des 63. Weltzeitungskongresses sowie des 18. World Editors Forums in Wien gefordert. Es ist selbstverständlich und trotzdem muss man diesen Satz immer wieder sagen: Erst die freie Meinungsäußerung macht die Demokratie aus. Ohne freie Meinungsäußerung keine Demokratie. Ohne sie, ohne diese freie Meinungsäußerung, herrscht Zensur, herrscht Diktatur. Öffentlichkeit ist wesentliches Wesen der Demokratie und sie wird wesentlich dadurch auch von den Medien hergestellt. Auch der Präsident des Weltzeitungsverbandes legte vor über 1000 Chefredakteuren, Herausgebern und Zeitungsmanagern ein Bekenntnis für die freie Presse ab und verwies auf den arabischen Frühling. Die Kraft der neuen Medien war klar erkennbar in der arabischen Welt, als die so lange unterdrückten Massen auf die Straßen gegangen sind. Es war gleichzeitig die Befreiung der dortigen Medien und der Journalisten. Unsere Hochachtung gilt jenen, die ihr Leben für die Demokratie riskiert haben. Gedacht wurde schließlich des im Jahr 2001 verschleppten schwedisch-eritreischen Journalisten David Isaak. Für ihn nahm dessen Bruder den renommierten internationalen Pressefreiheitspreis Goldene Feder entgegen. Isaak sitzt seit 10 Jahren in seinem Heimatland Eritrea in Haft, ohne jemals ein Gerichtsverfahren bekommen zu haben. Selbst über seinen Verbleib herrscht Ungewissheit. Es ist Zeit aufzuwachen und über die Situation in Eritrea zu schreiben. Ich bin seit über 10 Jahren mit dem Fall konfrontiert und es ist sehr emotionell, speziell wenn mein Bruder so einen wichtigen Preis bekommt. Ich bin sehr stolz auf ihn. Bedroht wird die Branche aber keineswegs nur von Regimes, sondern auch von den schlechter werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dabei setzt vor allem das Internet den Medien zu. Es ist bereits im Internet so, und das Internet ist in erster Linie werbebasierend, dass die großen Suchmaschinen wie Google die meisten der Erlöse für sich beanspruchen. Es sind rund 65% der Erlöse aus den Suchmaschinen gehen alleine zu Google. Diese Beträge fehlen den Zeitungen. Die nächsten Jahre werden also heiß im Ringen um Erlöse, aber auch im Kampf um die Pressefreiheit.